Hallo, ich bin Michelle und unsere heutige Tour führt uns in den Englischen Garten. Der Englische Garten ist mit seinen 375 Hektar einer der größten Parkanlagen der Welt und bietet mit 78 Kilometer befestigten Wegen ausreichend Gelegenheit zum Spazieren, Joggen oder Radfahren. Friedrich Ludwig von Sckell nahm sich bei der Gestaltung des Parks die englischen Landschaftsgärten zum Vorbild und gab dem Park seinen einprägsamen Namen. Waren in früheren Zeiten die Parkanlagen dem Adel vorbehalten, so gehörte der Englische Garten zu den ersten Parkanlagen, die von jedem betreten werden durften. Heute zählt der Park, der übrigens zu den größten innerstädtischen der Welt gehört, rund 3,5 Millionen Besucher jährlich. Durch den Isarring, einer vierspurigen Teilstrecke des sogenannten Münchner Ringes, wird der Garten in einen Süd- und in einen Nordteil unterteilt. Nach neuesten Planungen soll der Isarring in einen Tunnel verlegt und somit diese beiden Teile des Gartens wieder zusammengeführt werden. Am 13. August 1789 ordnete Kurfürst Karl Theodor an, das Gebiet östlich der Münchner Militärgärten in einen Volkspark umzuwandeln. Dieses Datum gilt heute gemeinhin als eigentlicher Gründungstag des Englischen Gartens in seiner heutigen Form. Es handelte sich um die erste Anlage dieser Art in Europa. Die Ausführung des Gartens oblag dem Hofgärtner Sckell, während die Gesamtverantwortung bei dem bayerischen Kriegsminister Benjamin Thompson, dem späteren Reichsgraf von Rumford, verblieb. Neben dem üppigen Grün zeichnet sich der Englische Garten durch seine Gewässer aus. Am Südende des Englischen Gartens treten der Schwabinger Bach und der Eisbach in den Park ein, vereinigen sich und fließen dann wieder getrennt weiter. Vom Eisbach zweigt der Oberstjägermeisterbach ab, so dass ein Großteil des Englischen Gartens von drei etwa parallel verlaufenden Bächen durchzogen wird. Unmittelbar südlich des Isarrings, der den Nordteil vom südlichen Teil des Englischen Gartens trennt, liegt der im Jahr 1803 angelegte und 8,64 Hektar große Kleinhesseloher See mit dem Seehaus, einem traumhaft schön gelegenen Biergarten. Das dritte gestaltende Element neben der Bepflanzung und den Gewässern sind die Bauwerke im Englischen Garten. Das Rumford-Haus, auch Rumford-Schlössel, ist ein klassizistisches Gebäude im Südwesten des Gartens und wurde nach dem Reichsgrafen von Rumford, Sir Benjamin Thompson, benannt. Es wurde zuerst als Offizierscasino und später für höfische Zwecke genutzt. Der Spiegelsaal war Ort glanzvoller Abendessen mit bis zu 150 Gästen. Heute ist es unter dem Namen Natur- und Kulturtreff bekannt. Das wohl bekannteste Gebäude im Englischen Garten ist der chinesische Turm. Vorbild für den chinesischen Turm war die doppelt so hohe große Pagode im königlichen Schlossgarten Kew Gardens in London, die sich an einer Majolika-Pagode in den Gärten eines chinesischen Kaisers orientierte. Am chinesischen Turm befindet sich der mit 7000 Sitzplätzen zweitgrößte Biergarten Münchens. In der Adventszeit wird hier ein kleiner Christkindlmarkt abgehalten und seit 1989 findet hier wieder jedes Jahr der Kochalball statt.
Nahe dem chinesischen Turm steht ein beliebtes Kinderkarussell im Stil der Biedermeierzeit, das bei schönem Wetter geöffnet ist. Eines der wohl meist fotografierten Motive Münchens ist der Monopterus. 1831 wurde der Beschluss zum Bau eines Rundtempels, eines Monopterus, gefasst, ein Jahr später mit den Arbeiten begonnen. Der etwa 16 Meter hohe Rundtempel im klassizistisch-griechischen Stil wurde nach einem Entwurf von Leo von Klenze aus Kelheimer Kalkstein errichtet. Der Hügel des Monopterus entwickelte sich in den 1960er Jahren zum Treffpunkt von Alternativen, Kleinkünstlern, Hippies und Gammlern. Dennoch dauerte es noch bis 1982, bis die Stadtverwaltung die Nutzung des Parks durch Nacktsonnenbadende genehmigte. Die offiziell genehmigte Freikörperkultur erregte bei Einheimischen und Touristen Aufsehen und trug mit dazu bei, den Englischen Garten als symbolischen Ort der Weltoffenheit Münchens weltweit bekannt werden zu lassen. Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München und der seitdem bestehenden Städtepartnerschaft mit der japanischen Stadt Sapporo wurde am Südende des Englischen Gartens auf einer kleinen Insel ein japanisches Teehaus und ein japanischer Garten erschaffen. Im Teehaus findet regelmäßig die traditionelle japanische Teezeremonie statt. Alljährlich am dritten Sonntag im Juli wird ein Japanfest abgehalten. In unmittelbarer Nähe zum Teehaus befindet sich die berühmte Eisbachwelle. Hier trifft sich das ganze Jahr über die Surferszene. Ins Wasser wagen sollte sich hier allerdings nur absolute Profis. Baden und Schwimmen ist hier streng verboten. Den besten Platz zum Zuschauen findet ihr in der Prinzregentenstraße, direkt neben dem Haus der Kunst. Hier geht unsere heutige Tour zu Ende. Eine detaillierte Beschreibung dazu findet ihr im Infobereich meines YouTube-Kanals bzw. in meinem Blog. Hat euch die Tour gefallen? Dann freue ich mich über ein Like. Alle 14 Tage erscheint hier ein neues Video über München. Wenn ihr keins davon verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eure Michelle.